Thank you.
Hast du gehört, dass Davy zum Drohnenprogramm... In Reichweite. Wenn du mich fragst, hat er es nicht besser verdient. Ich hab den Feind entdeckt. Da. Geht eure Ausstattung durch. Stellt sicher, dass nichts fehlt. Gut gemacht, Sir. Hey. Oh Gott! Gehen Sie! Wieso sind Sie hier? Hi. Ich suche nach dem Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums beim Good Hope Mountain. Hab gehört, dass er hier viel Zeit verbringt. Wer sind Sie? Arbeiten Sie für Skell? Skell und ich haben gemeinsame Interessen. Also, wo finde ich den Büroleiter? Ich bin nicht sicher, wo er ist. Er wohnt auf der Südseite des Antares-Bezirks. Bei der Rigel-Wohnanlage. Besuchen Sie es dort. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Feind gesichtet. Was tun Sie da? Hey. Ich suche den Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums. Ich habe gehört, er soll hier in der Nähe sein. Sie sind nicht der Tennislehrer. Sehe ich aus, als wollte ich Tennis spielen? Eher nicht. Der Leiter wohnt unten an der Küste. Sein Haus ist nicht zu übersehen. Er hat einen großen Pool und einen sehr hübschen Tennisplatz. Tausend Dank. Bitte, lassen Sie mich in Frieden. So eine Scheiße. Ich sehe nichts. Also alles wie immer. Ich habe meine Nächte schon schlimmer verbracht. Thank you.
das gesehen? Ich auch. Nein, hallo. Ich habe gar nichts gemacht. Können Sie mir helfen? Ich versuche, den Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums zu finden. Ich habe Ihnen alles zu dem Thema gesagt. Ich danke Ihnen. Was wollen Sie? Vorsicht, da drüben ist er. Gerade wenn man sie mal brauchen kann.
Sind Sie hier, um mich zurück zu Miss Herzog zu bringen? Ich war brav, ganz brav. Sind Sie der Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums? Ich wollte nicht gehen. Mark hat mich weggeschickt. Er meinte, ich müsste mich ausruhen. Mark, ist er der Büroleiter? Ja, Mark. Es war seine Idee. Aber Ilsa ist kein schlechter Mensch. Sie hat mir beigebracht, mich so zu sehen, wie ich wirklich bin. Bequem? Dann wollen wir uns mal unterhalten. Was wollen Sie? Geht es um die Hintertür? Es geht nicht um dein kleines Computerprojekt. Es geht um dich. Es geht um deine Zukunft. Und ums Hier und Jetzt. Seien wir vernünftig. Wir können reden. Du weißt gar nicht, wie viel Glück du hast. Viele Menschen kommen nicht mal in die Nähe ihrer Belastungsgrenze. Sie werden nie gefordert. Und warum sollte man sich selbst herausfordern? Ich sag Ihnen alles, was Sie wollen. Bitte. Schon mit ein bisschen Geld kann man sich so viele Annehmlichkeiten des modernen Lebens gönnen. Eine Klimaanlage. Ein Fernseher. Sogar das Essen kommt bis an die Tür. Sagen Sie einfach, was Sie wollen! Ich will wissen, ob unter diesem ganzen weichen, pummeligen Äußeren auch nur der Kleinste auch von einem Mann steckt. Weil du aussiehst wie ein bleicher Sack, gefüllt mit Scheiße. Ich will wissen, wie weit man dich biegen kann, bevor du brichst. Nein, 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 nein! Nein. Tut mir leid, was Ihnen passiert ist, aber ich muss den Büroleiter finden. Ich glaube, er wollte im Konferenzsaal eine Rede halten oder sowas. Bitte sagen Sie Ilsa, dass ich kooperiert habe. Bleiben Sie hier. Ruhen Sie sich aus. Ich bin brav. Ich bin ganz brav.
Feind entdeckt. Da. Sichtkontakt. Da. Feind identifiziert. Da drüben. Ich sehe einen. Da drüben. Können wir bald Feierabend machen? Ich muss schlafen. Ich mach Pause, bis deine Schicht losgeht. Wir wissen ganz genau, dass wir draußen nicht sind. Pass lieber die Augen auf. Ich könnte jetzt... Shit! Feindliche Kinder! Treffer, Baby! Was machen Sie hier? Bitte. Was zum... Gehen Sie weg. Das ist auch alles ruhig. Abgesehen von diesem Gefühl. Hier tut sich nichts. Ich bin nichts zu berichten. Vorsicht, Sie werden angegriffen. Hier ist jemand. Zeigen wir Ihnen, was wir mit Eindringlingen machen. Bei der Dunkelheit wird niemanden finden. Holt sie euch. Findet sie! Ich war schnell! Ich brauch Deckung! Zeit für eine Granate! Das sollte Schaden anrichten. Ich nehme sie unter Beschuss! Hier ist jemand! Seid auf alles vorbereitet! Na, wie geht's? Bitte, tun Sie mir nichts. Helfen Sie mir und Ihnen passiert nichts. Ich muss irgendwie in Herzogs Gefängnis kommen. Ich ertrag das nicht mehr. Herzog bringt mich um, wenn ich Ihnen helfe. Denken Sie an die Leute, die Sie da drin gefoltert hat. Leute, die für Sie arbeiten. Ihre Freunde. Das ist Ihre Chance, das zu beenden. Okay, ich sag Ihnen, wie Sie da reinkommen, aber mehr nicht.
Danach sind sie auf sich allein gestellt. Mehr verlange ich gar nicht. Okay. Zuerst müssen Sie das optische Kabel im Nebengebäude durchtrennen. Dann müssen Sie eine neue ID erstellen, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Im Kontrollraum gibt es einen biometrischen Scanner. Da müssen Sie Ihre Hand scannen. Danach müssen Sie die Antenne auf dem Dach hacken, um Ihre neue ID an die Server im Gefängnis zu schicken. Dann, und nur dann, können Sie das Gefängnis betreten. Danke. Passen Sie auf sich auf. Gegner lokalisiert. Da.